Ich bin Gertraud Bogner und wir sind hier in Buchberg, in den Räumen des Schlosses Buchberg am Kamp. Seit über 30 Jahren, seit den 70er Jahren, arbeiten wir hier mit Kunst, ich zusammen mit meinem Mann. Wir haben damals eine Funktion für das Haus gesucht. Und es hat sich eigentlich zufällig, spontan ergeben, dass wir mit zeitgenössischer Kunst hier etwas machen könnten. Die erste Idee war, Künstler einzuladen und sie hier arbeiten zu lassen und die Arbeiten der Künstler dann hier auszustellen. Etwas später hat sich dann aus diesem reichen Angebot dieser verschiedenen Räume ergeben, dass die Künstler nicht nur Bilder an die Wand hängen wollen, sondern dass die Künstler raumbezogen, dreidimensional arbeiten. Das ist ein Raum von Roland Göschl, also einer der großen österreichischen Bildhauer, den er 83, 84 hier permanent eingebaut hat. Dieser Raum ist sehr charakteristisch für unsere ersten Jahre, wo wir im Ausstellungsbereich Ausstellungen kuratiert haben, so im charakteristischen, geometrisch-konstruktiven Bereich. Und dann ist eine junge Künstlerin gekommen, die Mona Brandmeier, die ganz anders gearbeitet hat, also konzeptuell mit diesem assoziativen Bereich sehr, also Konzept zum Raum, in den sie sich ausgewählt hat. Und da kam eine junge Generation herein.